So, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil des Kaufempfehlung-Videos. Wie gesagt, wie ich beim ersten Teil schon gesagt habe, ist nur eine Kaufempfehlung. Das heißt, ich werde nur Tipps geben und nicht bei allen Prospekten ins Detail gehen. Ja, dann wollen wir auch gleich anfangen. Wir fangen hier jetzt mit Penny an. Erstmal hier vorne gleich zwei Preiskracher. Einmal das Family Stars, ein schönes Sortiment, vor allem für den Preis. Sind das 7-Zerleger Raketen Silvester 2000, hat dazu ein sehr gutes Video gemacht, schaut euch das mal an. Und für 4,44 sind allein wegen den 7 Raketen, kann man sich das schon kaufen. Und dann sind da auch ein paar Böller bei. Genauso wie hier oben diese Heuler-Batterie mit 222 Schuss für 4,44 Euro, auch ein guter Preis. Haben wir hier die Double Action, auch eine ganz nette Batterie. Hier noch zwei Raketensortimenten. Das Wishes of Gold ist ein schönes Sortiment, da sind einmal 6 fette Goldraketen drin. Und dann 4 Wunschraketen für den Preis, auch ein gutes Sortiment, denn allein die Wunschraketen kosten in der Regel so 2,50 bis 3 Euro pro Stück. Machen wir hier weiter mit ganz vielen Batterien. Hier einmal die Alien für 2,99 €, eine ganz nette Batterie mit Leuchtkugeln und kleineren Bouquets. Dann hier eine Ultron, leider etwas teuer. Schöne Bouquets, leider nicht ganz so groß die Bouquets und deswegen auch 8 Euro etwas teuer. Die IWI gibt es auch bei Lidl ein bisschen billiger. Sonst hier, ja, alles eigentlich in Ordnung von den Batterien her. Hier konnte ich leider keine Videos zu finden. Hier steht ganz groß neu dabei. Ist aber eigentlich eine Lüge, sondern das ist die umgelabelte, kann ich gar nicht sagen. Müsste ich nachgucken, welche das ist. Ist aber eine schöne Batterie mit fetten Bouquets. Und hier oben auch diese Batterie für 18 Euro ist eine Multi-Effekt-Batterie mit Fächer, mit Geradeausschüssen, mit Salven drin, alles wirklich drin. Und für den Preis wirklich auch eine schöne, abwechslungsreiche Batterie. Machen wir weiter hier. Diese Fontänen-Batterie ist noch sehr zu empfehlen, wirklich eine schöne Batterie. Ähnlich der Pegasus und für 2,99 € wirklich auch ein guter Preis. Ja, ansonsten hier oben die Raketen sind, denke ich, oder nicht so gut, sind Schüttraketen und für den Preis doch etwas teuer für 6 Euro. Ansonsten recht in Ordnung, diese Familiensortimente sind in Ordnung, vielleicht ein bisschen teuer, aber kann man sich ruhig kaufen. Hier oben das Böller-Sortiment ist ein bisschen teuer, das gibt's bei Lidl unter dem Namen Kracher Inferno, glaube ich, auch deutlich billiger. Auch die Kanonenschläge sind ranzig, also da würde ich die Finger von lassen. Und Jugendfeuerwerk. Ja, machen wir gleich weiter mit Sonderpreis Baumarkt. Ich habe das hier so ein bisschen auseinandergeflattert. Erstmal, was sehr, sehr interessant ist, hier bei Sonderpreis Baumarkt, Entschuldigung, gibt es diese Kracherbox. Für 20 Euro kann man sich so eine Box kaufen und bekommt dann Raketen und Batterien im Wert von 60 Euro. Werden Komet und Keller bzw. Leslie-Artikel sein, denke ich. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich werde mir, denke ich, eine holen für 20 Euro. Und da bin ich gespannt drauf, was da so drin ist. Also wird auch ein Unboxing von kommen, denke ich, wenn ich mir die hole. Ja, machen wir hier weiter. Schöne Batterien teilweise. Powerblock, eine sehr, sehr schöne Batterie mit schönen Bouquets. Auch eine Pyromult-Batterie Kraftprotz, ein fetter Verbund, wirklich fast 1 Kilogramm NEM und das nur für 40 Euro, richtig fetter Verbund. Wirklich ein guter Preis. Hier die Himmelsfeuer ist die umgelabelte Crescher, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von Leslie. Etwas teuer leider, kostet normal so 25 bis 30 Euro. Aber 33 Euro sind noch in Ordnung. Eine fette Crackling-Batterie, richtig geil. Götterleuchten ist die böse Oma ein bisschen teuer. Moskitosturm ist in Ordnung vom Preis. XXL Show ist auch eine schöne Batterie mit Goldbouquets. Dann hier unten mein Preiskracher bzw. meine große Kaufempfehlung vom letzten Jahr ist die starke 19. Das ist die böse Sekretärin, die wirklich preis-leistungstechnisch echt gut ist. Wilder Teufel, auch eine nette Five-Batterie mit Bouquets. Feuerspucker, kein Video zu gefunden. Eine Fontänen-Batterie, für den Preis denke ich auch in Ordnung. Dann hier ein fetter Verbund, Präsident Pyro, richtig geil. Wer einen Verbund kaufen will, wer was Gutes will, sollte sich den holen.
Der kann sich wirklich sehen lassen. Hier ein Scheißverbund. Lass die Finger davon. Das sind nur. Das sind nur Kometen. Also keine Bouquets. Richtig schlecht. Haben wir hier noch ein paar schöne Batterien. Die Air Force, ein richtig guter Preis. Werde ich mir vielleicht auch holen. Die Mohawk, auch eine nette Batterie. Für 21 Euro auch in Ordnung. Genauso wie hier unten zum Beispiel die Terabyte. 25 Schuss für 5,55, auch ein guter Preis. Die wilde Hummel etwas teuer. Sonst hier die Raketensortimente sind so, naja, preis-leistungstechnisch in Ordnung. Böllerschinken für knapp 5 Euro in Ordnung. Crash Boom Bang, auch ein gutes Sortiment, weil Komet eigentlich auch immer sehr, sehr gute Böller herstellt. Und für 3 Euro ist das wirklich ein guter Preis eigentlich. Hier noch Fontänen, hier Keller hat immer sehr gutes Leuchtfeuerwerk. Für 4 Euro geht das noch preis-leistungstechnisch. Reibkopfknaller sehr schön, Luftheuler sehr schön, Kanonschläge ganz schön. Thunderkong Powerpack gibt es auch bei Jawohl im 32er Pack für 8,88. Hier 64 Stück, was wirklich krass viel ist. Also, naja. Ja, das war's. Hier gibt es auch Feuerzeuge, zum Beispiel die Sturmfeuerzeuge. Wer noch welche braucht. Und ja, machen wir weiter. Das Video wird doch länger, denke ich, bei Thomas Phillips. Hier erstmal sehr, sehr gut. Cubic Thunder für 99 Cent. Die Preise sind gesunken teilweise, was bemerkenswert ist. Dann die Goldstars für 1,99, ein richtig guter Preis. Eine schöne Batterie mit Kometen. Hier eine Five-Batterie, Böllerschinken, guter Preis. Machen wir hier weiter. Die Raketensortimente sind eigentlich alle preis-leistungstechnisch doch in Ordnung. Also da ist nichts, was ein Knaller ist und nichts, was mega teuer ist. Wobei dieses Midnight Club ist vielleicht ganz, ja, da ist ganz in Ordnung. Für 7 Euro kriegt man hier auch 9 Raketen. Plus ein bisschen Gedöns, ein paar Böller, Reibkopfknaller sind dabei, Crackling und Knall, schönes Sortiment. Out of the Dark ist auch ganz nette Batterie mit Abwechslung, Tiger Head, auch in Ordnung. Also wirklich alles eigentlich schöne Artikel. Haben wir hier die Big Boom, genau die es auch bei Aldi gibt hier, auch 7,99, stimmt, ich dachte die wäre billiger. High Shots. Blau-rote Bouquets, auch ganz nett. Ja, ansonsten alles eigentlich ganz nett. Hier die Eccentric, fette Batterie. Die gab es bei Netto immer. Da war Pyro extrem großer Fan von Silvester letztes Jahr. Für 25 Euro guter Preis. Richtig fette Batterie, schaut euch mein Video an. Hier noch Verbünde. Ansonsten, wie gesagt, alles eigentlich gute Batterien. Hier unten auch. Eine fette Batterie mit Chrysanthemen-Bouquets, auch ganz nett, auch preis-leistungstechnisch in Ordnung. Hier sind Heuler und Bouquets, ein bisschen teuer vielleicht. Und sonst, ja, hier 30 Raketen für 11,11 Euro. Wahrscheinlich viele Schüttraketen und kleine Raketen dabei, aber auch in Ordnung, denke ich. Ja, machen wir weiter mit erst Lidl und dann Jawohl. Erstmal hier Kochmesser, richtig geil. Pullover, richtig geil. Mann, 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 interessiert euch uns doch alle nicht. So, legen wir gleich los. So, ich musste einmal einen kurzen Cut machen, jetzt geht's weiter. Fangen wir gleich hier unten an. Galaxis, 16 Schuss Batterie, 30 mm Kaliber, richtig fette Bouquets, schöne Effekte. Wirklich eine Kaufempfehlung. Space Hawk sind viele Feuertöpfe bzw. Schwärmereffekte dabei, auch mal ganz nett, finde ich aber doch ein bisschen teuer. Goldraketen für 9 Euro, sechsteilig, richtig guter Preis, sind auch richtig fette Raketen. Black Widow, das ist eine meiner fetten Kaufempfehlungen dieses Jahr, werde ich mir, denke ich, auch holen fürs Finale für mein Feuerwerk. 36 Schuss, immer 6er Salven mit schönen Goldbouquets, ist die umgelabelte High Striker für 15 Euro, echt ein guter Preis. Fontänenbatterien Yin und Yang, auch nett. Die Highlander, auch eine nette Batterie. Mit einer Mixbatterie, erst kleinere Bouquets und alles im Fächer geschossen. Unforgettable, auch eine ganz nette Batterie für 25 Euro. Erst Feuertöpfe und dann zu Bouquets. Ist, denke ich, in Ordnung. Hier, richtig fetter Verbund, Pure Magic. Da ist es am Anfang erstmal Feuertöpfe und Kometen, dann hier Bouquets,
gerade geschossen und am Ende ist diese ganze Batterie, ich glaube 27 Schuss sind das oder sowas, oder 24 Schuss auf Schlag gezündet. Also das ist wirklich eine fette Batterie, fette Verbundbatterie. Auf jeden Fall Kaufempfehlung, wenn man einen Verbund braucht. Fire Fantasy immer gut dabei. Dieses World Champion Set finde ich zu teuer. Hier die beiden Raketensettements, Arena of Rockets und High Speed Bombs. Sehr, sehr schön. Hier auch ganz nette Verbünde. Die sind eigentlich preis-leistungstechnisch auch in Ordnung. Die Shock Attack, eine fette Batterie mit schönen Effekten. Genauso wie die Black Eyes hier im Wechsel gerade und Fächerschüsse. Die Beatmaster, fette Popping Flowers Batterie. Und die Firefighter auch ganz nett. Also wie gesagt, hier Lidl hat eigentlich immer ein super Angebot. Tiger and Dragon habe ich dieses Jahr auch schon live gesehen. Richtig fette, geile Batterie. Mit fetten Bouquets. Wie Discovery, kleine Batterie. 16 Schuss für 3 Euro, kann man auch nichts falsch machen. Happy Sky finde ich eine scheiß Batterie. Ist einfach meine Meinung. Dann die Painted Sky. Schöne Batterie ist die Scarabeus von Weco. Nightholer, eine Heuler-Batterie, findet man so im Discounter auch kaum. Hier diese Heulboy, gibt es auch anderswo teurer, also hier der günstigste Preis. Schöne Pyromult-Batterie mit schönen Effekten, die Top-Vulkan, die es auch bei ID gibt. Casino Royale, auch nicht so eine gute Batterie, etwas langsame Brenndauer. Ansonsten Alligator, immer schön. Elysium, Top-Batterie, richtig schön. Und sonst Uranus in Ordnung, ist eigentlich alles wirklich in Ordnung. Also hier zum Warmschießen diese beiden Sets. Auch eine große Kaufempfehlung, die Flashbang, genauso wie die Laser und das Leuchtspektakel. Ocean of Lights finde ich ein bisschen langweilig, da würde ich eher die Laser nehmen. Kracher Inferno ist in Ordnung und die Kubis sind eigentlich auch immer sehr, sehr gut von der Qualität. Und hier noch ein bisschen Jugendfeuerwerk. Das war es dann auch von Aldi. Genau. Und wir machen weiter mit dem letzten Prospekt von Jawohl. Hier erstmal für 4 Euro ein D-Böller Schinken, ist einer der billigsten Preise, die man kriegt. Dann die böse Oma-Batterie, richtig schöne Batterie für 10 Euro. Eine fast schon 500 Gramm Batterie, ich glaube 350 Gramm oder so, und das für 10 Euro ist echt ein guter Preis. Ansonsten Thunder Kong Bullpack ist sehr, sehr geil. Hier diese Babyraketen für 2 Euro in Ordnung, hatte ich letztes Jahr, sind aber wirklich Babyraketen. Also da hat man sein Spaß mit, wenn man da 30, 40, 50 Stück auf einmal zündet. Einzeln sind die einfach langweilig. Bullpack Thunder Kong ist 1 Euro billiger geworden. Also das ist auch mal geil, wenn Sachen billiger werden. Werde ich mir, denke ich, auch holen. Dann hier das Thunder Kong Powerpack. Leider etwas teurer gewesen. Gab es vor 3 Jahren, glaube ich, noch für 6,99. Trotzdem noch ganz nett. Vor allem, da gibt es ja auch die Headbanger drin. Ansonsten kann man sich auch das Bullpack holen für 1 Euro mehr. Naughty Screamers, nette Raketen, hier ein paar Raketensortiments, ich denke, die sind fast alle mit Zerlegern. Ja. Machen wir hier weiter, noch ein paar Batterien. Muss ich einmal schauen, also die böse Nachbarin oder hier allgemein diese böse Serie ist ganz in Ordnung, preis-leistungstechnisch. Sind ein paar nette Batterien dabei, die böse Nachbarin hatte ich auch mal selber. Ist mal was anderes zu Alligator bzw. zu Poison. Dann hier die Titty Twister, 25 Schuss Batterie, auch wirklich nett. Und sonst, ja. Hier noch eine große Kaufempfehlung und zwar das Super Skyhawk. Wenn ihr Zerlegerraketen wollt, wenn ihr fette Zerlegerraketen wollt, kauft euch das Super Skyhawk. Das ist wirklich für 15 Euro, 27 Raketen ist einfach krass. Und es sind wirklich alles richtig gute Zerlegerraketen. Ne, selbst diese kleinsten hier unten, diese grünen Raketen, sind noch richtig fett und vor allem hier diese blauen, beziehungsweise auch schon die mittleren, sind richtig geile Raketen. Auch hier drüben die römischen Lichter sind richtig günstig für 1,50. Sind zwar nicht die qualitativ hochwertigsten, aber machen trotzdem Spaß und sonst kann man sich auch hier diese Größen nun holen. Ja, hier dieses Set ist eigentlich auch ganz nett, ein bisschen teuer vielleicht und die kubischen Kanonenschläge sind auch sehr teuer. Würde ich mir nicht holen. Und hier hat man noch ein bisschen Jugendfeuerwerk. Sind auch ein paar nette Sachen dabei. Zum Beispiel hier die Bengalis von Leslie oder Panda oder auch die Luftpfeifer. Ja, das war es auch mit dem Jawohl-Prospekt. Wirklich gute Angebote, denke ich, dieses Jahr. Und das war es mit meinem Kaufempfehlung-Videos für dieses Jahr. Diese 2 Teile. Und
Dann sehen wir uns, denke ich, zur Einkaufstour wieder. Tschüss.